So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zu meiner und zu einer etwas ja Lizenzen bei Nintendo Street Fighter 2. Ja, und zwar beim nächsten bei der nächsten Exkursionskur beziehungsweise Odyssee Tour Exkursion, keine Ahnung. Ja, und zwar Street Fighter 2. Genau, ich habe ja gesagt, dass ich das so chronologisch mache, die Videos, die ich aktuell ein bisschen wie heißt verbreite. Und ja, deswegen bin ich mal dabei. Ich habe mich mal ein bisschen reingespielt wieder, damit ich nicht ganz so verkacke, aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem tun. Genau, und zwar stelle ich euch Street Fighter 2 vor. Warum? Weil ich ganz einfach, weil ich mit Street Fighter 2 so ein bisschen groß geworden bin. Ich spiele immer den geil. Wir haben das früher immer ganz gerne so in der Gruppe gespielt. Und ja, ich hoffe, ich werde nicht zu sehr verkacken. Alter, ist ja gut. Ich bin jetzt kein Profi da drin. Wir haben das immer nur zu zweit gespielt. Alter. So, auf jeden Fall. Alter, du Rattengesicht, du Elendes. Ja, da hat er mich platt gemacht. Ich muss mal gucken, auf was für eine Schwierigkeitsstufe das normal eingestellt ist. Ja, naja, ich werde auf jeden Fall verkacken, aber ich möchte es euch trotzdem zeigen. Ja, wir haben das früher mal gespielt. Keine Ahnung, war mal auch so in der 4. Klasse. Es war so ähnlich wie Super Mario, nur nicht ganz so intensiv. Weil ich habe das zwar ganz gerne gespielt, aber meine Dingsbums Mutti nicht so. Ja, komm, übertreib. Diese Kombis würde ich auch gern machen. Alter, da hat er mich echt platt gemacht. Naja, liegt halt daran, dass ich es noch nicht so wirklich... Raphael, ich ziehe es jetzt einfach durch mit verschiedenen Charakteren. Geil war eigentlich immer so mein Lieblings... wie heißt mein Lieblingscharakter? Und ja, obwohl, ich kann mal das andere probieren. Da gibt es ja zwei. Ich glaube, das andere... Das hier war das. Hyper Fighting. Ich glaube, das hier war das. Wir haben nur eins von den beiden gespielt. Ich war mir nicht mehr ganz so sicher. Die sehen sich aber auch relativ gleich aus. Ich glaube, das eine hat nur mehr Stages. Ich glaube, ich mache das mal auf zwei. Ah ja, genau. Das hat schon diese Charaktere freigeschaltet. Probier es mal mit dem Geil, obwohl das hat andere Farben. Ich probiere es mal mit dem Can. Und ich glaube, das war das hier. Alter, Zangief. Ja, war schon ganz cool. Also, ja, komm, übertreib. Alter, was ist denn hier los, ey? Alter, unglaublich. Naja. Ich hätte doch das Normale nehmen sollen. Naja, ist egal. Ich ziehe es jetzt einfach durch. Ja, komm, ist klar. Ja, damals war das noch nicht so balanced, beziehungsweise hält sich an Grenzen. Also es ist ja heute genauso der Fall. Ach. Ja, natürlich, im Gra... Alter. Dreckiger Knilch, ey. Der Zangief hat mich platt gemacht. Next time we meet, I'm gonna break your arms. Gut, ich habe nicht die geringste Ahnung. Ist egal, mal gucken, wie lange ich das Video mache. Auf jeden Fall haben wir das früher sehr gerne gespielt. Und, Balrog war eigentlich immer ganz cool. So eine kleine Anlehnung an Dingsbums. An Muhammad Ali. Das war ja der, dieser Dingsbums, dieser Boxer.
Naja, wenigstens passen die vom Gewicht her eine. Ja, ist klar, Zangief, klar, natürlich. Nee, also wenn das so weitergeht, dann muss ich das anders einstellen. Das ist ja unglaublich. Der macht mich hier platt und steckt tausendmal mehr ein als ich, aber... Nee. Gut, muss ich mal gucken. Reset. Yes. Muss mal gucken, ich weiß nicht, dieses Street Fighter Turbo. Ich glaube, wir hatten das andere gespielt. Ich weiß nicht, wir haben es halt ganz selten mal wirklich in Dingsbums gespielt. Wir haben es halt immer im Normalmodus gespielt. Kann man das einstellen? Easy. Machen wir mal so für die Testzwecke. Normalerweise spiele ich es auch sehr gerne. Kein Problem mit einer Challenge, aber man kann es auch übertreiben. Ey, Honda! Hallo! Yeah! Alter, macht er mich platt. Gut, wir wollen ja jetzt nicht hier, Alter! Bah. Oh Mann, ey, na gut, wir verurteilen ja hier nicht die Dingsbums, die, na wie heißt's, die spielerische Leistung, sondern einfach nur, um das Spiel mal vorzustellen. Ich glaube, ich weiß, warum ich den normalen Modus nie gespielt habe. Ist klar, dass er mich greifen kann. Ja, was anderes kannst du nicht, außer dich in der Ecke verstecken, ne, du Fotzenknilch. Ja, meine Beine sind länger als du, du fetter Qualle. Naja, gut, müssen wir nochmal machen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob ich das schaffe oder egal wie. Auf jeden Fall fand ich den Gall immer ganz cool. Die Moves, muss ich ganz ehrlich gestehen, muss ich noch irgendwie, ja, ist klar, ein Wurf. Ja, komm, übertreib doch mal gleich. Gibt's ja auch sowas wie, hallo, ich würde mal aufstehen. Naja, gut. Ich selbst hatte das Spiel, glaube ich, doch, ich hatte das später dann doch. Ich hatte das gespielt mit... Doch, ich hatte das, aber ich habe das selber nie gespielt. Wir haben das immer nur zu zweit oder so gespielt, also gegeneinander im Versus-Mode. Jo. Klassenkameraden, so dritte, nee, auch so, doch, in der vierten, in der fünften haben wir das auch noch gespielt, obwohl dann schon eher Tekken kam. Ja, da guckst du, hä? Na, dein Shirt hast du diesmal nicht zerrissen, hä? Balrog. Naja, ist egal. Wir haben das, ja, wir haben das halt früher sehr gerne gespielt. Ja, jetzt ist klar. Ja. Gut, jetzt zerroppt er sein Shirt und dann mit seiner... Yeah. Naja, ist egal. Ich finde, das war eigentlich so mit der Einleitung. Ich wollte jetzt mal ein bisschen mehr erzählen. Während dem Spiel muss ich sagen, also das Spielfeeling selbst ist ein bisschen hart, muss ich sagen. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich... Das ist immer selbe Muster irgendwie. Habe ich so das Gefühl, die gehen in die Ecke und greifen. Aber so ein Griff zieht so viel ab, ey. Ja, jetzt geht er ab hier. Ja.
Alter, das war knapp. Naja. Ja, wann und warum ich das Spiel spiele, kann ich aktuell nicht sagen, weil ich es eigentlich nur spiele, um es euch mal vorzustellen. Anderes als das Mystic Quest Legend spiele ich das halt eigentlich gar nicht mehr, weil es eigentlich für mich eher so wie Smash Bros. Das ist, alleine macht es halt wirklich keinen Spaß. Es macht wirklich nur Spaß, wenn man zu zweit am Rechner sitzt, beziehungsweise an der Konsole spielt. Ja, guck so blöd, du Knilch. Ich glaube, Balrog war relativ gut hier. Ja, die Steuerung selbst ist ein bisschen schwerfällig, ist aber auch, ja, ich will da jetzt auch kein Fazit ziehen, weil das ist einfach immer noch das Super Nintendo, was wir hier spielen. Von daher kann ich dazu nicht viel sagen und wir lassen es einfach so, wie es ist. Ein Fazit zum Spiel, ist ein cooles Game, um es früher einfach... Oh, die Musik ist geil. Die mochte ich einfach, das ist meine Lieblingsmusik. Der Soldat gegen den Boxer, das wird interessant. Oh, geil, macht mich immer platt, ey. Ja, der hat mich früher, das war immer so mein Kryptonit in dem Spiel. Naja. Auf jeden Fall, das Gameplay selbst macht halt, wie gesagt, nur Spaß, wenn du es mit mehreren Leuten spielst, so zu zweit, zu dritt, zu viert, und dann wird sich immer abgewechselt und, naja, wenn der Kumpel halt mal irgendwas macht, wo du dich nicht raus befreien kannst, gibt's halt mal einen Knipser auf die... Ja, komm, übertreib. Ja, Sternchen, ist logisch. Und dann so eine schöne Kombi. Ja, naja, selbst, wie gesagt, es ist halt Street Fighter, das ist schon leicht cool, natürlich im Hintergrund mit nur die blonden Soldaten, die Dame im Minirock, die sich an den Soldaten anschneit, auf dem vorm Kampfjet natürlich. Das muss natürlich klischeehaft sein. Aber naja, es ist halt schon ewig ein 3 Tage alt. So, ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das durchpetzen soll oder nicht. Ich kann es ja irgendwann mal machen. Hey, what happened? I'm not tough. Ja, piepap. Oh, jetzt müssen wir das Auto verdrechen. Komm, das machen wir, nehmen wir noch mit. Stimmt, das war ja... Mit diesen Bonus-Stages. War schon cool. Macht schon richtig... Ui. Spaß. War das... Ich glaube, das war ein Honda. Ich glaube, hier waren die... Alter. Wie... Alter, wie schnell soll das denn noch gehen? Oh. Naja. Wir kommen denn jetzt? USA, das könnte... Ken. Eigentlich auch schon... Also die Musik selbst hier ist episch, muss man sagen. Ja, ein Hadouken in die Fresse, deine Mama, ey. Jetzt wissen wir auch, woher Son Goku sein Kamehameha hat. Und die Drachenfaust. Alter, komm, übertreib doch mal. Ja, wenn du zu nah kommst, macht er das da. Ich find's krass, dass der kaum Damage frisst.
Drecksack. Naja, auf jeden Fall. Ich sage jetzt schon mal Tschüssikowski. Wie gesagt, Endfazit habe ich schon gesagt. Das Spiel macht schon so ein bisschen Spaß. Man muss sich aber echt wieder reinfinden. Finde ich cool, dass ihr reingeschaltet habt. Also dann, Leute, macht's gut. Bye, bye und ciao. Tschüssikowski, euer Graf.